So Freunde, jetzt gibt es einen richtig feinen Batterietest und zwar die Neuheiten von Pyroland. Das ist die Linie Volksfeuerwerk. Da haben wir zum einen die 4 vor 12, wir haben den Hexenblitz, wir haben die Baerbock, den Crackling Kartell und den geilen Macker. Dann gibt es natürlich noch den Bombettensturm, das ist ein Riesenverbund, den habe ich mir aber nicht geholt. Und zwar beginnen wir jetzt mit der Baerbock. So, jetzt die Pyroland Baerbock. Richtig schöne Batterie, die Pyroland Baerbock. Kann man durchaus kaufen. Wirklich schön, schöner Blinker. Top Batterie. Jetzt geht's weiter mit der 4 vor 12. Pyroland 4 vor 12. Hexenblitz haben wir noch, geiler Macker und Crackling Kartell. Ich würde sagen, Crackling Kartell. Pyroland Crackling Kartell. So, jetzt haben wir hier noch zwei Stück, geiler Macker und den Hexenblitz. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem geilen Macker. Pyroland geiler Macker. Und die letzte jetzt in diesem Test in der Pyroland Volksfeuerwerkserie, der Hexenblitz. Pyroland Hexenblitz, viel Spaß! Jetzt nochmal ein Fazit zu den Pyroland Volksfeuerwerk Batterien. Das sind wirklich tolle Batterien, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier kriegt man echt wirklich richtig was geboten. Meine Lieblingsbatterie ist hier dieser Hexenblitz. Den fand ich richtig genial.